Attack on Titan, Season 2, Episode 6. In case you didn't watch my update video, I try to gonna speak a little bit English from now on. Not during the reactions, but yeah, in the review at the end and at the beginning, and yeah, basically so that more people can watch all videos without me editing subtitles all over again, because I just have no time. I had no time in the last 2 weeks to record anything, and yeah, except for the last episode of Attack on Titan and Boku no Hero. And now we're here with Attack on Titan again, episode 6. I'm hyped as fuck. Let's go. Sollen wir das ein bisschen höher machen? So, vielleicht. Die holen mit dem Recap sehr, sehr weit aus. Das ist schon die vorletzte Folge, holy shit, egal. Ymir in der letzten Folge. Badass. Badass, Ymir! Diese Staffel ist einfach nur krass. Seitdem die Staffel angefangen ist jede Folge epic. Jede. Auch die Sascha-Folge war epic. Wieso gibt's so einen langen Recap, Alter? Egal. Ymir. Soundtrack! Aber sie wird ja nicht sterben, oder? Attack on Titan Soundtrack, it's crazy. Historia. Ich will hier diese Gelegenheit nutzen und auch mal auf Deutsch Hallo sagen. Ihr habt es sicher mitgekriegt. Ich nehme jetzt übrigens mit dem Handy auf, das ist das, weil es so, keine Ahnung, es ist ein bisschen komisch gerade, aber neues Haus, neue Wohnung, Umzug, alles. Ich muss sowieso noch erstmal ein bisschen alles eingerichtet werden. Ich habe mein Mikrofonständer zu Hause vergessen, deswegen kann ich nicht mit dem Mikrofon ganz normal mit der anderen Webcam aufnehmen. Ich habe bis jetzt sowieso mit der Webcam von meinem Laptop aufgenommen. Das heißt, ich habe neben dem PC auch immer meinen Laptop hier aufgeschlagen gehabt auf dem Tisch. Jetzt hat mir auch ein Freund von mir, der liebe Sergen, sein Webcam geschenkt. Einfach so, weil er sagt, ja, nimm die. Voll der crazy Dude. Sage ja. Auf jeden Fall, ja. Ich werde jetzt einfach, weil 90% meiner Zuschauer sind nicht aus Deutschland. Das ist eine ziemlich krasse Zahl. Und dann, keine Ahnung, es stört mich halt immer, wenn die Leute dann in den Kommentaren schon schreiben, oh, wo sind die Subtitles? Und ich meine, die haben ja auch recht, die können nichts verstehen und keine Ahnung. Deswegen werde ich jetzt einfach am Anfang und am Ende des Videos bei den Reactions auf Englisch reden. Ansonsten werden die normalen Reviews auf Deutsch sein, die Reaction-Parts auf den Reactions werden Deutsch sein. Keine Ahnung. Let's see. Ich kann es nicht lesen.
Fuck, ich konnte es nicht lesen, weil ich meine Brille nicht auf hatte. Was da jetzt stand. Obwohl der Bildschirm ungefähr 1 Meter von mir weg ist. Ja, ich habe sehr scheiße Augen. Nimmt es auf, es nimmt auf. Sage ja, so sage ja. Na, 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 na. Raise it carefully now. It? Jetzt ist es ein It? Bro, die hat euch alle gerettet, Bro. Safe is she in. Wieso sind die Subtitles auf einmal so komisch? Alter, sie hat die gerettet. Lass doch Jimmy in Ruhe, yo. Rainer, was machst du da? Ach so, die haben ja keinen. Die haben ja keine 3D-Manöver und so, deswegen müssen die da so hochgezogen werden, lol. Ich hätte da voll Angst, auf so einer Schaukel die Wand hochgezogen werden. 50 Meter in der Höhe sitzt du auf so einer Schaukel und bist hochgezogen. Ich hätte da so Angst. Ja! Sie hat die gerettet, das ist doch das, was zählt. Ich meine, die kannst du so machen wie bei Eren. Eren wurde ja auch verschont. Ja. Ymir ist jetzt einfach so ein Eren 2, so, die kann halt trotzdem drin bleiben und. Holy shit. Historia. Reis. Reis. Schmeckt gut. Attack on Titan spielt ja in Deutschland und das sind deutsche Namen. Wieso heißt die Reis? So. Ja, fesselt die am besten wirklich. Legt ihr noch so Handschellen an. Sie ist ja nur am Sterben. Conny, not funny. Alter, er hat einfach einen Titan gerasselt, ja. Alter, ist so cool. Second time for me. Titan Sand. Oh shit. Oh shit. Wie ist er da nicht gestorben, Mann? Ich dachte echt, sie hat ihn so. Einfach. Das war richtig crazy. Soldier. Übrigens, in der letzten Folge hatte ich das gar nicht gecheckt. Er war ja früher ein Warrior, hat ja Berthold gesagt, und ist jetzt ein Soldier. Der wollte ihn nicht beleidigen. Was? Hä? Wo ist Ihr Hometown?
Just a few steps, huh? What the fuck? Ich will jetzt ein Flashback von denen sehen. Wo kommen die her? Die kommen doch sicher von Outside the Walls. Aber wieso können die da nicht einfach... Natürlich können die da nicht einfach zurück. Das sind ja Titans. Die kommen bestimmt von so einem Mysterious Land Place. Das ist ja sowieso die Frage, was ist mit dem Rest der Welt? Sind die einzigen Menschen auf der Erde wirklich in diesen drei Wänden? Und sonst gibt es keine anderen Menschen mehr auf der ganzen Welt. Das kann doch nicht sein. Hannisse! There is no hole. I didn't drink. Also geht doch zurück in Connys Dorf. Ich wette, da war irgendwas mit Connys Dorf. Und den Beast-Titan. Oh, das kann doch nicht sein, dass das alles umsonst war, Mann. Geht doch zu Connys Dorf. Da war, da muss irgendwas sein. Irgendeine Spur. Man geht doch immer an die Orte, wo es am auffälligsten ist. Und vielleicht hat er irgendwas hinterlassen. Eine kleine Spur. Ein kleiner Hinweis. Wer es war, wer dieser Beast Titan war. Sogar Mikasa geht. Was hat er gerade gesagt? Get the fuck out. Get the fuck out of my way. Get the fuck out of my way. Habt ihr das gerade gelesen? What the fuck? What the fuck is going on? Einfach. Pause. Pause. Ich habe gerade die ganze Zeit Attack on Titan gelobt, weil ich es ultra geil fand. Meint ihr das jetzt ernst? Meint ihr das jetzt ernst? Ich weiß halt gerade nicht, ob ich mich freuen soll. Oder wieso wurde das... Hä? Ich dachte, wenn es rauskommt... Wer noch der Titan ist? Keine Ahnung, wird jetzt wieder so epic? Der kann es noch nicht einfach nebenbei erklären, nicht nur nebenbei, im Hintergrund die anderen reden, im Hintergrund reden Eren, Bertolt und Reiner. Und dann sieht man in den Subtitles, Eren,
Wir sind die Arme Titans und Colossal Titans oder was weiß ich, was er gesagt hat. Ich habe das erstmal gar nicht so mit dem Brain geklickt. Ich habe das erstmal so gelesen und sag ich mir, what the fuck is going on? Is this a joke? Haben die Subtitle Creators einen Joke gemacht hier? Das können die doch nicht einfach so im Hintergrund zu, ja, Adam. We are the Armored Titan and the Colossal Titan, you know, and nice weather, right? What the fuck? Ich freue mich halt, dass. Ich hatte ja die ganze Zeit Berthold verdächtigt. Deswegen würde ich mich eigentlich freuen, also wenn es so ganz normal wie in der letzten Folge, während so einer Folge, während irgendeiner Handlung rausgekommen wäre, dass er es ist. Die können es doch nicht einfach so sagen. Ich glaub's nicht. Ich glaube es halt immer noch nicht. Ich bin halt, man sieht es mir, glaube ich, an, dass ich gerade ein bisschen traurig bin, dass es so passiert ist. Normalerweise ist es nie so, dass ich in Animes irgendwie denke, ja, toll, wieso ist es nicht so passiert? Toll. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Drei, zwei, eins. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich bin gerade einfach, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Es tut mir leid. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. So, ohne Action, ohne gar nichts. What the fuck? Und Eren geht da einfach mit, oder was? Der ist ja bei Annie schon nicht mitgegangen. Bist du so dumm rein, dass du es einfach so sagst? Ey, ich glaube es gerade nicht. Ich glaube es gerade nicht. Ich bin gerade richtig ein bisschen. This is a joke. This is a joke. Der sagt gleich April, April. Right? What the fuck is going on? What the fuck are you talking about?
das ihr gesagt? Das ist der Joke. Einfach Joke. April, April. Haha, Joke. So, let's go. Let's go, okay? What the fuck? Was war das? Was war das? Hä? Der Wind? What? Get the fuck out. Get the fuck out. Mein Internet hängt, get the fuck out. What the fuck? What the fuck? E-Mail.
Why? Why? Hä? Get the fuck out. I just rewatched the episode again and again and again and again. I don't know. It's really late. I had no dinner. I don't know. I had my last meal at 14 o'clock, and this is the time. Can you see it? Fuck. Yeah, whatever, it's almost 10. I don't know what to say about this episode. I really don't know, because if you realized, you've watched my reaction, I really didn't know how to react. I just wanted to watch the episode again, so I just ended the recording and I watched it like, I don't know how many times I've watched that episode now. And at the first I was like, I don't know if you know the feeling of not wanting to accept something. I didn't want to accept it. I was like, this is a joke. This has to be a joke. And also during the reaction I said the reveal was handled really, really bad, and I didn't like it at all. However, after I've seen it a few times, this is probably one of the best reveals. The thing is that it was such a big reveal, okay? It was such a big reveal, and it was done so normally. Like casually, like they were talking about the weather or about the last night, because Bayern Munich scored 6 goals and they were like, oh, did you see the football game last night? By the way, I'm the Armored Titan. By the way, I'm the Armored Titan. What the fuck? What the fuck, bro? Reiner, what the fuck? Reiner was my favorite character, okay? He was just, I loved Reiner. I said it in every live reaction, in every episode. I mean, Mikasa is badass. Levi is badass. But Reiner was something else, okay? He was, like they said it in this episode, he was such, like a big brother for all of them, because he was so strong, but at the same time so
protective and caring. He really cared for the other people too. And then he's a traitor. The other question is, after this, I can't believe the Titans are bad. I just can't believe it, because maybe Annie was bad. Bad, evil. Maybe Ymir was evil, but Reiner and Bertolt. I cannot believe that they are evil. I cannot believe that. What I just saw in this episode, I really, like, after the first time I've watched it, I was about to cry. Like, I was about to cry in live reaction. I really had to hold back, because I couldn't believe it. I hoped it was a joke. Like, if this was the April the 1st or something, I don't know. Imagine this episode was a joke, and then next week they say, like, hey, this is the real episode 6. Because I couldn't accept what happened just now. And I still feel like, I feel so bad. I never had this feeling that an anime episode makes me feel just so bad. I don't know why. Because if I watch something sad, like Parasite episode 18, like Clannad, like Code Geass, the last episode, then of course I cry, because I just watched something sad. But this isn't even, this is sad too, but I don't know, I was like really feeling just bad. I just feel bad because he's my favorite character. Why did he do this? I mean, they have like a mission to take Eren back. I don't know what the fuck. Like in the episode, Eren said, like, do you expect me to just say, okay, I'm going with you? Did Reiner, why did he say that? Did you really expect him to say, okay, I'm going with you? Why do you say that? Just, hey, I'm the Armored Titan. And Reiner was such a good person all the time. And Bertolt too, okay? I always made jokes about Bertolt. Bert, I don't know. And I always made gay jokes about him and that he loves Reiner. But he was such, like, let's be real, he was such a nice person and so caring too. And he always helped them, like, when Eren had the flashbacks at the end of the episode. Why? I was like, I'm sure they are not evil. But then I think about the other thing that Reiner said in this episode, when he's like, I don't know exactly what he said. I don't know the quote. But he said, like, you're all stupid or something. You can't understand. And that they have to have a mission. And when he first revealed it, he said 5 years ago, we made humanity our enemy. So he knows that what he is doing is evil. I don't know. I don't know what to say. Sorry. I really don't know what to say. I was so speechless in live reaction, because this is probably the most shocking episode I've ever seen of Attack on Titan. This is probably the best episode I've seen of Attack on Titan, because this is crazy. Okay, when Eren got eaten, it was crazy. When Eren turned into when Eren was the Titan, it was crazy. But this is just too much. I don't know what to say. I'm gonna end the video now, because I don't know what to say. I'm just so speechless. This was the best episode. I just feel so bad. Like I said, I didn't eat for hours. I don't know. I just rewatched the episode again. I didn't know
an anime episode was capable of making me feel this way. I didn't know. I'm really feeling really, really bad. Just, I really wish this is a dream or something. I don't know. It sounds so stupid, I know. Maybe you're like, what the fuck are you talking about? But I really wish, like, this is, maybe this is all a dream. Maybe Reiner is just having a bad dream and he was unconscious after the attack. And at first I was sure that Reiner is going crazy. That's what I thought, because after the attack, after Ymir was almost dead and after he said, like, he was killed almost two times and he has experienced death. I don't know, I thought he was starting to get crazy. Because I don't know, he just says, hey, I'm the Armored Titan, like, what the fuck? Do you all believe just something like that? And then we get the flashback of the other people who were suspicious of them. But we didn't know it, the viewer didn't know that they knew that Reiner and Berthold were suspicious anyway. I just want to know why. Why, Reiner, Bert? Why do you do this? Why do you... Why... I don't know, I'm just so sad. And I want to know why. Why did this happen? Really, why did you do this? I just want to ask Reiner and Berthold, why did you do this? Like, he is clearly a villain. He's an enemy of humanity. And he was also like saying, I didn't know there were humans like this. So he's referring to Eren and his friends. So he was admitting that he didn't knew that he was gonna have some human friends because he wants to kill the humans. But what is the mission of Reiner or Annie or Berthold? Why do they have to take Eren back? That's the next question. Where to their hometown? What, they have to take Eren back? Annie also wanted to take Eren back. She didn't eat him, but she transported him in her mouth. I don't know. And also Bert took Ymir too. Ymir was the only one who had information. I don't know, I just talked too much. I think I'm gonna end the video. I'm really, really surprised. This was probably the best episode. And I would have never imagined that I would react to the best episode of an anime this way. Like, because it was such a good episode. Okay? The content was good, but I didn't want it to happen, if you kind of understand what I mean. If you understand what I mean. I didn't want it to happen, but it was good. Like, I want to really meet the writer and say, wow, good job. Attack on Titan. I can't wait for next episode.